Du wirst eine Hülle, wie alle anderen auch. I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only some... my brother... soon I... Ja, sie hatte einen Bruder, oder hat einen Bruder, der wohl auch hierher gekommen ist. Und beide scheinen vom Fluch gezeichnet zu sein. So, hier brauchen wir einen Wahrheitsverkünder, um die Wand zu öffnen. Denn hinter dieser Wand ist eine Secret-Truhe. Mit einem Giftbissring. Und der Seele eines stolzen Ritters. So, gib mir jetzt erstmal den Hartstahlring. Den hätte ich nämlich gerne lieber als den Ring der Klingen. So. Das ist ein bisschen extra Schaden, was der nämlich macht, der Klingenring. Wo bist du denn? Ring der Dorn, Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Also das ist Dornrüstung für Arme. Hier 20, gerade mal 20 mehr Schaden macht der. Also ist nicht so der Rede wert. Wir haben aber jedenfalls hier unten das Secret abgeschlossen. Wir können uns jetzt wieder hochporten zum oberen Irvine Pike. Peak. Entschuldigung. Manchmal passe ich nicht genau auf mein Englisch auf. Ja. Und das haben wir dann mit dem Boss abgeschlossen. Dumm. Hier hoch. Noch einmal ein Menschenbild einwerfen. Wir haben ja zwei gekriegt. So. Obere Irdenspitze. Irvine Peak. Euer Rufsymbol ist verschwunden. Ja, weil wir uns geportet haben. So, hier ist kein Gegner. Mimics respawnen übrigens auch nicht. Genau. Du da. Machst Blutung und bist richtig garstig. Stirb endlich. Wow. Der hätte mich jetzt fast getötet. Das nur, weil meine Ausdauer nicht hoch will. Also mit Speerkämpfen muss man wirklich vorsichtig sein. Wow. Die mit ihren Knutschern. Ist auch nicht ohne. Droppt ein Drachenamulett. So, jetzt muss ich die beiden da oben loswerden. Und man sieht da unten in der, wo die Sapsche vorher war, kriege ich auch noch solche anderen Kerle rum. So, der ist schon mal aggro auf mich. Das ist gut. So. Er ist tot. Also die Grabwächter sind nicht so das Problem wie so schnelle Gegner für uns. So. Blutungsstein. Jetzt erst noch weg mit dir. Ich hätte nichts sagen sollen gegen die Grabwächter. So, heilen. Heilen ist immer gut.
Und ja, diesen Kampf mache ich einfach mal aus Prinzip, weil er sonst viel zu nervig ist mit dem Phantom, was ich hier seitlich beschwören kann, mit dem NPC-Phantom. Nämlich Hofnarr Thomas. Der Boss ist nämlich auch einer der Hauptgründe, warum man die Mühle kaputt machen muss. Boss voraus, versucht Schild. Gelobt sei die Sonne. Ja, einfach hier durch und schnell durch die Sapsche. Denn das hier ist Bypha, die Unheilskönigin. Die Giftlady höchstpersönlich. Und die heilt sich, wenn sie im Gift ist. Wow. Deswegen habe ich den Jester dabei, damit er sie erstmal ablenkt. Wenn er es kann. Und ja, sie wirft ihren Kopf, den sie in der Hand hält. Sie ist also sozusagen die Medusa für Arme. Und ja, im Gift heilt sie sich, genau. Dank Jester Thomas geht sie allerdings ziemlich schnell zu besiegen. So, ich gehe mal schnell hier rüber. Platziere hier mal einfach mein Rufsymbol. Ich will es einmal versuchen, bevor wir weitergehen. Heil mich da mal kurz hoch. Also einmal versuchen, ob ich gerufen werde. Denn was als nächstes kommt, ist der absolut übelste Mindfuck. Hier, wenn wir durch ihre geheiligten Hallen am Ende der Windmühle durch sind. Oh, wir haben ein bisschen mehr Gift abgekriegt, als gut für uns war. Ah, hier war die Windmühle. Die von innen sogar schon mal größer wirkt, als sie von außen ist. So, und durchrennen sollten wir nicht, weil sonst spritzt es und kommt höher. So, klingt es schneller ab. Hier ist nämlich ein ziemlich hoher Turm, den wir von draußen aus gar nicht sehen konnten. Und wenn wir hier hochfahren... Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt im Fahrstuhl beschworen werde, weil sonst landen wir wieder unten am Fahrstuhl und können warten, bis der hochkommt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Fahren wir einfach hoch. Wir fahren sehr lange hoch. Und sind Zeug oben angekommen. Scheinbare Wand. Ja, das ist auch eine scheinbare Wand. Hier sind nämlich wieder ein paar Trolle unterwegs. Beim Betreten seines anderen Gebietes ist unser Rufsymbol verschwunden. Ja, denn wir sind im Eisenschloss angekommen. Dieter auf Hugo. Ja, von mir aus. Guckt euch das an. Wir sind in einem brennenden Lavameer mit einem riesigen Schloss. Gut, der Leiterschmied Gilligan hat gesagt, dass in der Nähe ein Schloss ist. Aber wir sind einfach einen Fahrstuhl hochgefahren. Und sind jetzt hier. Hinter der Windmühle ist ein Schloss in einem Lavasee. WTF. Ich reise nochmal zum Erntetal, zum Giftteich. Extra mit euch zurück. Der Giftteich ist übrigens jetzt auch weg, dadurch, dass wir die Windmühle kaputt gemacht haben.
Aber ich will es euch mal kurz zeigen. Guckt euch das an. Das ist die dicke, fette Windmühle. Ja, das ist okay. Sie geht auch ziemlich weit nach oben. Ist auch okay. Weil wenn man sich überlegt, da hinten war irgendwo die Nebelwand, wo das Leuchtfeuer war. Und weiter hinten innen drin ist der Bossraum gewesen. Das lässt, kann man sich noch gefallen lassen. Aber guckt euch um. Man fährt einen ewig langen Fahrstuhl hoch. Und da ist nichts. Da ist nirgendwo ein Eisenschloss zu sehen. Oder auch nur ansatzweise ein Berg, in dem das Eisenschloss sein könnte. Das Eisenschloss könnte da hinten irgendwo sein. Oder da hinter den Bergen. Das würde noch Sinn machen. Aber direkt hinter dem Bossraum ein Aufzug. Ewig lang. Die hätten da noch einen Tunnel einbauen müssen. Einen langen Tunnel, den man langlaufen müsste, um da hinten irgendwo hinzukommen. Ins Eisenschloss. Was da schiefgelaufen ist, das fragen sich heutzutage noch viele. Ich habe sogar mal ein Video gesehen, da waren diese Krähen da oben in der Lava des Eisenschlosses. Ist fast so, als ob durch die Wolkendecke durch, da wo die Spitze hier kaputt aussieht, das Eisenschloss einfach mal so im Himmel schwebt. Ja, aber ich stelle das nicht weiter in Frage. Ihr könnt ruhig selber drüber grübeln. Warum ist da ein Eisenschloss hinter einer Windmühle? Ein brennendes Eisenschloss. Gut. Zurück nach Majula. Ich will nämlich jetzt erstmal euch Zeit geben, diesen Brainfuck hier gerade eben zu verdauen. Erstmal kaufe ich bei ihr hier wieder 10 Lebenssteine. Jo. 10. Thank you kindly. Da hinten sitzt jetzt übrigens Gilligan am Loch. Was ziemlich nahe liegt, dass man mit Gilligans Hilfe in dieses Loch hinab kann, indem man weitere Leitern kauft. So, dann brauche ich von dir. Brauche ich von dir. Ach, kaufen wir einfach mal alle. Visit me. Steinchen. Und würde gerne verstärken. Nicht mit Titanitbrocken. Da Page Speer, glitzerndes Titanit. Oh, den habe ich noch gar nicht gezeigt, den Speer. Ah ja, genau, da kann ich den Langbogen mal um eine Stufe verbessern. Und kann auch hier den Helm auf die letzte Stufe bringen. So, am meisten bringt es was, wenn ich die Schuhe, die Beinlinge dann noch upgrade. Warum habe ich die Finsterstulpen noch im Inventar? Ich habe ziemlich viel Grabwächterzeug. Die Finsterstulpen, die wollte ich eigentlich wegpacken. Jo. Also zeige ich euch mal kurz Page Speer. Der ist nämlich ähnlich wie die Pike. Hat man nämlich so einen Angriff hier, den ich nicht so toll finde. Weil, guckt mal auf meine Ausdaueranzeige. Die frisst mir die gesamte Ausdauer weg. Der normale Angriff geht einigermaßen. Und zweihändig hat man auch so einen ziemlich schweren Ansturmangriff. Nee, ich finde den Speer nicht so toll. Ich bleib da lieber bei meinem Heidespeer. Level jetzt schnell mal ab. So. Gehe ich jetzt erstmal weiter in Wille oder gehe ich in Vitalität weiter? Ich gehe mal in Vitalität weiter. Ich kann eh nur einen Punkt. So. Genau. Dann packe ich noch schnell das Zeug weg, was wir zurzeit nicht brauchen. Die Seele hier auch. Seele vom Mythos der Unheilskönigin, die in der Irdenspitze lebt. Die Königin sehnte sich nach der Zuneigung des Königs und vergiftete sich im Streben nach Schönheit sogar selbst und nahm die entsetzlichen Konsequenzen im Kauf. Alles im Namen des wirbelnden Wahns namens Liebe. Ja, der ziemlich verkorkste Liebe.
Wir haben gerade mal 2 Münzen. Vielleicht mache ich gar nicht mal so viel Multiplayer in diesem Let's Story, weil das ist ja auch nicht die Essenz des Let's Stories. So, alles andere ist okay. Ah ne, die Fensterstulpen. Was habe ich denn stattdessen? Dragonleg-Stulpen, Pates-Handschuhe. Nein, habe ich nichts Besonderes da weggelegt. Aurorus-Set. Da ist die Falkner-Rüstung, weil die Dragonleg-Rüstung hat keinen Helm. Falkner, Pate, ja, Dragonleg. Hier ist ein paar Handschuhe mehr. Infanteriehandschuhe, Falkner. Achso, die Finsterstulpen werden da einsortiert. Okay. Und hier habe ich alte Eisentrachtkamaschen. Ein Grabwächter-Unterteil. Das wollte ich eigentlich nicht wegsortieren. Die Grabwächter-Sachen will ich nämlich eigentlich gar nicht behalten. Ich kann dafür aber den Zauberquarzring mal wegpacken. So. Und würde sagen, es gibt hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Also bis dann.